Hallo zusammen, ich bin Inga vom Stamm Erkrath und heute möchten wir aus einem alten Tetrapack ein cooles Blumentöpfchen basteln. Jährlich steigt die Menge an Rohstoffen, die wir verbrauchen, und jährlich steigt die Menge an Abfall, den wir produzieren. Das liegt einfach daran, dass sich unser Konsumverhalten ständig ändert. Immer mehr Menschen leben alleine, deswegen werden die Verpackungsgrößen immer kleiner. Immer mehr Menschen kaufen Fertigprodukte oder To-Go-Produkte und das alles führt dazu, dass wir immer mehr Müll haben. Deswegen möchten wir heute upcyclen. Doch was ist dieses Upcycling überhaupt? Es leitet sich aus dem Englischen ab. Von up, also etwas hochheben, und von cyclen, recyceln, also etwas wiederverwenden. Wir wollen also aus einem alten, scheinbar nutzlosen Gegenstand, aus Müll, etwas Neues, ein neuwertiges Produkt herstellen. Und dadurch, dass wir upcyclen, können wir Rohstoffe einsparen. Wenn ihr also sehen wollt, wie wir so einen coolen Blumentopf basteln, dann bleibt doch einfach dran. Für das Upcycling benötigt ihr natürlich zuerst ein Tetrapack. Das muss nicht wie in meinem Fall von Apfelsaft sein. Es kann von dem sein, was ihr so zu Hause habt, Milch oder was auch immer. Dann braucht ihr noch ein Messer und eine Schneidunterlage. Als nächstes brauchen wir Sachen, um unser Tetrapack dann schließlich zu verzieren. Ich habe jetzt hier Stempel, Washi-Tape, verschiedene Stifte und auch Acrylfarbe. Ihr könnt aber einfach nehmen, was ihr so zu Hause habt und worauf ihr Lust habt. Zu guter Letzt brauchen wir Wasser, Blumenerde und dann eben auch noch Pflanzsamen, die wir einpflanzen wollen. Wenn ihr alle Materialien bereit habt, dann können wir auch schon loslegen. Zuerst müsst ihr das Tetrapack oben aufreißen und einmal gut durchspülen, damit wir keine Lebensmittelreste oder ähnliches in dem Tetrapack haben und es nicht schimmelt. Dann nehmen wir das Messer und gucken, wo wir das Tetrapack jetzt aufschneiden. Am besten so ein bisschen über der Hälfte, vielleicht so bei einem Drittel. Und dann schneiden wir mit dem Messer einfach einmal ringsherum das Tetrapack auf. Das geht eigentlich gar nicht schwer und es ist auch nicht schlimm, wenn da ab und zu mal eine Delle oder eine Macke oder sowas drin ist. Wenn es ein bisschen schief wird, das kann man hinterher in den nächsten Schritten relativ einfach wieder ausgleichen. Bei mir ist es jetzt am Ende, wie ihr sehen könnt, ein bisschen sehr schief geworden. Deswegen habe ich die Ecke noch einmal nachkorrigiert. Das geht auch relativ einfach und das könnt ihr machen, wenn es bei euch auch so aussieht. Die obere Hälfte des Tetrapacks brauchen wir nun nicht mehr. Wir basteln jetzt nur noch mit der unteren Hälfte weiter. Das nächste, was wir jetzt tun müssen, ist die untere Hälfte so richtig doll zusammenzudrücken und zu zerknautschen. Die einmal so richtig zu demolieren quasi. Dafür faltet ihr das Tetrapack einfach mal immer wieder und drückt es zwischen den Händen zusammen und achtet am besten dabei auch darauf, dass die Unterkante, die also zum Boden des Tetrapacks geht, auch ein bisschen mitgeknautscht wird. Denn wenn da am Ende so ein Rand bleibt, kriegen wir die Folie, was wir später machen wollen, nicht richtig abgezogen. Jetzt also einfach immer wieder knautschen, knautschen, wieder aufhalten, in die andere Richtung falten, wieder zerdrücken. Und das machen wir jetzt eine ganze Weile. Wenn ihr dann meint, dass ihr fertig seid, dann könnt ihr das Tetrapack gleich einfach wieder aufhalten und quasi wieder ein bisschen glatt streichen, sodass es wieder aussieht wie vorher. Als nächstes suchen wir jetzt die Naht von dem Tetrapack, das heißt da, wo es zusammengeklebt wurde. Das sieht man eigentlich ganz gut, weil sich durch das Knautschen die oberste Folie schon ein bisschen ablöst. Und genau die wollen wir jetzt auch abkisseln. Ihr seht jetzt bei mir auch, dass das Tetrapack da an der Stelle schon ein bisschen aufgeht. Das ist normal und auch gar nicht schlimm. Ist aber nicht die Schicht, die wir letztlich abziehen wollen. Wir wollen wirklich nur die oberste Schicht vom Tetrapack, das ist die Folie, wo das Bild drauf gedruckt ist, die möchten wir gerne abziehen. Das kann eben ein bisschen fisselig sein, aber wenn man einmal den Anfang geschafft hat, dann kann man sie nahezu komplett einfach einmal ringsherum abziehen. Wenn das an einer Stelle nicht funktioniert oder ein Rest bleibt, könnt ihr den hinterher einfach noch machen. Aber wenn es so reibungslos funktioniert wie bei mir, ist das natürlich schon so ein bisschen satisfying. Wenn ihr an der Naht hinten angekommen seid, dann zieht am besten nicht einfach einmal grob, dann kann es passieren, dass das Tetrapack aufreißt, sondern reißt die Folie jetzt einfach von oben nach unten die Naht entlang ab. Dann habt ihr auch einen schönen Übergang und keine Reste da an der Naht. Jetzt könnt ihr bei mir sehen, dass ich das am Boden nicht ausreichend geknautscht habe und das Tetrapack da deswegen noch so ein bisschen die Folie stehen geblieben ist. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn das passiert. Und man kann das jetzt einfach nur noch mit den Fingern so ein bisschen abpisseln und abziehen. Der Boden ist übrigens nicht schlimm, wenn da die Folie bleibt, weil den sieht man hinterher logischerweise nicht mehr.
Aber wenn ihr das jetzt aus Versehen bzw. einfach so mit abzieht, weil ihr da unten jetzt den Rand abzieht, dann ist das auch nicht tragisch und ändert letztlich auch eigentlich nichts. Wenn ihr mal nicht weiterkommt, dann nehmt ruhig ein Messer zur Hand und versucht damit so einen kleinen Anfang zu machen. Verpasst ein bisschen auf und schneidet euch besser nicht. Und dann müssen wir jetzt einfach halt ein bisschen pisseln und ein bisschen Geduld haben. Und ja, wenn ihr dann glaubt, dass es ausreicht quasi und wenn ihr alles fertig abgepisselt habt, dann kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt widmen wir uns oben dem Rand des Tetrapacks. Da wollen wir jetzt ein bisschen Unebenheiten ausgleichen und falten das jetzt einfach so hoch, wie wir es haben wollen. Also es ist jetzt wie, wenn ihr einen Ärmel umkrempeln würdet oder die Hosenbeine oder sowas. Wenn ihr es halt ein bisschen mehr umkrempelt, wird es halt später ein bisschen kleiner. Wenn ihr ein bisschen weniger umkrempelt, wird es halt ein bisschen größer. Und da krempeln wir jetzt einfach den oberen Rand ab. Ihr müsst da vielleicht mit den Fingern manchmal ein bisschen noch glatt ziehen und so ein bisschen die Falten ausgleichen. Es ist eben kein Stoff, den man krempelt. Aber es funktioniert auch eigentlich relativ einfach und relativ gut. Achtet vielleicht auch ein bisschen drauf, dass ihr nicht auf der einen Seite nur einen Millimeter umkrempelt und auf der anderen Seite 2 Zentimeter tief. Dann wird es hinterher schief. Das könnt ihr dann auch einfach wieder, also wieder relativ leicht korrigieren, wie es jetzt bei mir sitzt. Es ist ganz schön schief geworden. Das kann man dann jetzt auf der Seite einfach noch ein bisschen mehr runterkrempeln. Am Ende zieht ihr es einmal ringsherum glatt. Und ich habe jetzt insgesamt 2-mal umgekrempelt. Das könnt ihr aber eigentlich so machen, wie es euch am besten gefällt. Also so, wie es euch dann eben von der Höhe passt oder von der Dicke passt. Vielleicht hat euer Tetrapack von innen auch eine andere Farbe. Macht es eben so, dass das Tetrapack eine Höhe hat, die euch gefällt. Oder schneidet im Zweifel noch ein bisschen mehr ab. Den Rohling für unser Blumentöpfchen haben wir nun vorbereitet. Was wir als nächstes machen wollen, ist den Blumentopf zu verzieren. Ihr könnt dafür eigentlich alle Produkte benutzen, die ihr haben wollt. Ihr könnt mit Stiften malen, ihr könnt mit Acryl oder Wasserfarbe da drauf malen, könnt es mit Glitzer bekleben, irgendwas anderes da drauf kleben, vielleicht sogar Stoff, vielleicht habt ihr auch Washi-Tape oder so Dinge. Ihr könnt eurer Kreativität also freien Lauf lassen. Ich verwende jetzt nicht so viele Produkte, sondern einfach nur einen schwarzen Stift. Um leichter auf das Tetrapack drauf malen zu können, habe ich mir einen eckigen Gegenstand, hier eine Bluetooth-Box gesucht und sie einfach in das Tetrapack reingesteckt. Dadurch hat man eben eine harte Unterlage und kann leichter darauf malen, weil man einen festen Untergrund hat, auf den man aufdrücken kann und das Tetrapack nicht einfach nachgibt. Sucht hier am besten einfach einen Gegenstand, der eben bei euch gut in das Tetrapack reinpasst. Es könnte vielleicht eine Tupperdose sein oder eine Kerze, irgendwas, was eben das Format hat und eine flache Seite, sodass ihr gut darauf malen könnt. Ich habe jetzt einmal mit dem Fineliner einfach vorgemalt, was ich so drauf malen möchte, bin das später mit einem Edding nachgegangen. Beim Edding habe ich festgestellt, dass die Farbe so ein bisschen verlaufen ist. Das kann bei mir am Stift gelegen haben. Es kann aber auch am Material des Tetrapacks liegen. Testet also vielleicht einfach mal, was gut funktioniert. Mit dem Fineliner hat es jedenfalls hervorragend funktioniert. Wenn ihr mit eurem Tetrapack jetzt so zufrieden seid, dann können wir direkt mit dem nächsten Schritt weitermachen. Entweder ihr sagt jetzt, ihr möchtet es als Stiftehalter benutzen oder als Pinselhalter oder als Halterung für eure Schminke, dann könnt ihr die Sachen jetzt einfach da reinstellen und ihr seid fertig.
Wenn ihr es aber wie ich weiter mit Pflanzen wollt, dann bleibt jetzt noch dran. Dann machen wir jetzt mit den nächsten Schritten weiter. Zuerst wollen wir jetzt die Blumenerde in unser Töpfchen löffeln. Ich habe mir dafür normale Pflanzerde genommen und sie aus ihrer großen Tüte in eine kleine Schüssel umgefüllt, um das jetzt mit einem Löffel in mein Töpfchen reinzulöffeln. Das macht einfach ein bisschen weniger Sauerei, als wenn man es direkt aus der Tüte mit einer Schippe versucht, in dieses kleine Töpfchen reinzulöffeln. Ich habe auch gar keine bestimmte Erde genommen, sondern einfach die, die wir noch zu Hause hatten, die wir irgendwann mal im Gartencenter gekauft haben. Ich habe aber auch eine Pflanze einpflanzen wollen, die keine großen Ansprüche hat. Dann müsst ihr vielleicht ein bisschen gucken, was ihr so für eine Pflanze habt. Ich löffel jetzt also einfach die Erde da rein und verteile das immer so ein bisschen, drück das aber nicht fest an, damit da noch so ein bisschen locker die Erde nur drin liegt, ein bisschen Luft noch dazwischen ist und die Pflanze da auch mit den Wurzeln durchkommt. Und von der Höhe habe ich das Töpfchen jetzt relativ hoch befüllt, weil meine Pflanze, wie gesagt, keine großen Ansprüche hat. Wenn ihr eine Pflanze habt, die vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Platz braucht, dann müsst ihr da eben ein bisschen gucken. Als Samen habe ich jetzt Kresse verwendet. Kresse einfach, weil ich sie gerne mag, weil sie leicht zu kaufen ist, schnell wächst und weil man sie essen kann. Und Essen ist eben immer gut. Diese Kresse habe ich einfach so im Gartencenter gekauft. Und dann müsst ihr am besten mal gucken, was so auf der Rückseite draufsteht. Da steht drauf, wie viel Wasser sie braucht, wie viel Sonne sie braucht und auch, wie viele Samen ihr so einpflanzen solltet. Bei der Kresse kann man das jetzt einfach relativ willkürlich in das Töpfchen reinstreuen, da die Kresse keine großen Ansprüche hat. Und fast aus jedem Samen eigentlich was rauskommt. Deswegen habe ich es jetzt einfach so ein bisschen kreuz und quer reichlich Samen in mein Töpfchen gepflanzt, um auch reichlich Kresse rauszukriegen, um reichlich Kresse essen zu können. Ja, wenn ich das fertig gemacht habe, dann müsst ihr eben gucken, was halt hinten auf der Packung draufsteht, ob ihr da jetzt viel Wasser braucht oder ob ihr eher wenig Wasser braucht. In meinem Fall brauchte die Kresse jetzt relativ viel Wasser, deswegen habe ich sie jetzt auch mit einem ordentlichen Schuss gegossen und das danach auch täglich weitergemacht. Aber wenn hinten drauf steht, dass ihr eher weniger Wasser braucht, dann gießt ein bisschen weniger. Und dann habe ich die Kresse bei mir an einen sonnigen Standort, also auf die Fensterbank gestellt. Wenn bei euch steht, dass ihr weniger Sonne braucht, dann achtet einfach auf das, was hinten drauf steht und stellt die Kresse so auf, wie ihr sie braucht. Jetzt sind wir auch schon fertig mit unserem Blumentöpfchen und ihr könnt euer Töpfchen an einem sonnigen Ort aufstellen. Vergesst ja nicht, es zu gießen und achtet auf das, was auf der Samenpackung steht. Hier könnt ihr meine fertigen Ergebnisse sehen. Das habe ich schon vor ein paar Tagen gepflanzt, deswegen wächst auch schon ein bisschen was. Dann das Töpfchen, was wir jetzt gerade gebastelt haben. Und dann ein Töpfchen, was ein bisschen tiefer ist, weil ich einfach einen Kaktus reingestellt habe, der nicht so groß war. Das letzte Töpfchen habe ich zu einem Stiftehalter umfunktioniert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, die Blumentöpfchen mit mir zu basteln. Wenn ihr fertige Bilder habt und eure Töpfchen fotografieren möchtet, dann schickt sie uns doch einfach oder ladet sie auf den sozialen Medien mit dem Hashtag PfingstenZuHause2020 hoch. Markiert uns auch gerne auf euren Bildern. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!